Willkommen zurück, Leute, zu Donkey Kong Country Returns 3D. Wir befinden uns im Wald und ich würde mal sagen, wir können mit Crankys Laden erstmal hier so ein bisschen uns den Schlüssel besorgen und den geheimen Weg freischalten. Joa, das sollte für diesen Part genügen, Leute. Bis dann und ciao. Natürlich nicht. Ach, das war ja richtig witzig, Wollo. Ich lach mich schlapp. So, was haben wir denn hier Feines noch? Wir haben hier den Totemtaumel, klingt scheiße. Und wir haben hier das Sporentrampolin, klingt scheiße. Ich würde sagen, wir gehen aber der Reihe nach und machen erst einmal 5-4 den Totemtaumel. Okay. Beten wir dafür, dass es nicht so schwierig wird. Ich habe keinen Bock auf was Schwieriges gerade. Ich habe echt keine Lust. Ich will jetzt einfach mal ganz entspannt meine Puzzleteile holen. Ganz entspannt, ach, was weiß ich denn. Irgendwie auf jeden Fall halt entspannt das Ganze. Okay, hier ist sonst nichts. Okay, das ist ja wunderbar. Okay, das war Glück. Aha, und das ist, oh Gott, ich sehe schon. Ich sehe die Schwierigkeit. Und lass mich raten, dann wird es hier bestimmt auch irgendwelche blöden Verstecke mit. Sehe ich doch von hier. Okay, dann lass den Jungen hier mal ein bisschen taumeln. Hin und her und hin und her und hier rüber. Und jetzt ist hier nicht mal was. Ich glaube das nicht. Ich meine, das war so ein schönes Versteck gewesen für ein Puzzleteil. Und ach. Guck mal, das kannst du sogar voll einfach haben. Ja, dann macht das auch Sinn, dass es nicht so, ja, dass es da nichts gab, aber das da unten habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Jetzt stellt sich natürlich so ein bisschen die Frage, ganz minimal. Ja, wollte schon sagen, wie komme ich denn da hin? Da muss es ja einen Boden geben, das kann ja gar nicht anders sein. Die wollen dir vorgaukeln, dass da ein Loch ist, die Schweine. 1 von 7 Puzzleteilen übrigens, bedeutet 7 Puzzleteile. 7 Puzzleteile ist natürlich ganz ordentlich. Ja, das war gut. Aber da habe ich mir sowieso ein bisschen die Frage gestellt, hätte ich da vielleicht alle Bananen einsammeln müssen? Hätte ja gut sein können. Jetzt haben wir Diddy nicht, ey. Oh. Hat man Diddy hier überhaupt schon mal bekommen bis dahin? Ich würde sagen, nein, haben wir nicht. Finde ich das gut? Nein, finde ich nicht. Das finde ich scheiße. Das finde ich sogar richtig, richtig, richtig blöd. Ich möchte meinen Diddy. Ich hätte ihn so gerne. Oh Mann, ohne Diddy. Ohne Diddy ist das natürlich. Habe ich mir das K eigentlich vorhin geholt? Ich bezweifle es irgendwie. Ja, das war clever. Aber gut, dann brauche ich ja das ja auch nicht mehr machen. Jetzt, nein. Da warten wir lieber. Okay, ohne Diddy. Und trotzdem alle Bananen, weil. Oh, und da fällt er schon wieder runter. Aber, ihr habt's genau gesehen. Ich hab's nämlich gesehen. Da war ein Puzzleteil versteckt. Diese Schweine. So. Die sind so fies, ey. Das ist echt nicht mehr feierlich in diesem Spiel. Jojojo. Übrigens werde ich in den nächsten Parts eventuell dann die Ankündigung mit der Änderung des Spiegelmoduses bringen. Also, mit meiner. Ja, ich bin so gut. Ich bin so unglaublich gut heute. Yeah. Mit der Änderung, wie der Spiegelmodus laufen wird. Ja, eventuell. Also nur eventuell, wenn alles. Ich kann das nicht. Wenn alles gut läuft. Wow, wie soll ich denn diese Stelle im Spiegelmodus schaffen ohne. Boah, Junge, ich bin Diddy. Wie soll ich denn diese Stelle im Spiegelmodus schaffen? Das ist ja, die Frage stellt sich gerade, ne? Ja. Der Sprung war auch gut. Es wird aber irgendwie gehen. Ach klar. Ist doch alles gar kein Akt im Endeffekt. Seien wir ehrlich. Das sieht jetzt schlimmer aus, als es im Endeffekt ist. Das ist immer so. Hier war ein Herz, genau. Ah, dich mag ich nicht. Ich würde dich so gerne töten können, aber ich kann dich nicht töten. Ja. Keine Ahnung, wie ich den Sprung da vernünftig setzen soll. Okay. Nein. Jetzt habe ich die Banane verpasst. Ich glaube das nicht. Ja, Problem an der Sache. Ich kann da ja unmöglich zurück. Oder doch? Jetzt mache ich den Versuch. Es. Nein, und dann springe ich daneben. Dabei war das echt gut. Das war ein wirklich guter Try.
Naja, was soll's. Ja. Ach ja, was ich noch dazu sagen muss, wegen der Spiegelsache, das bedeutet nicht, dass es im nächsten Part erzählt wird. Sorry, das kam jetzt vielleicht gerade falsch rüber, weil ich mich nicht klar genug ausgedrückt habe, weil ich bespreche das dann zu 99%, mit 99%iger Wahrscheinlichkeit werde ich das heute mit den Betreffenden oder mit der betreffenden Person abklären, wie das laufen wird, ob das laufen wird oder... Ja... Nee. Jemand hatte schon eine Idee in den Kommentaren. Die ist falsch. Die ist falsch. Die war es nicht. Ja. Oh Mann, ey. Ich bin zu dämlich dafür. Es ist zu früh am Morgen. Und ich bin allergisch am Reagieren. Ja. Tatsächlich bin ich ein bisschen allergisch am Reagieren. Kann sein, dass meine Nase ein bisschen zuklingt. Weiß ich jetzt nicht. Aber es ist in der Theorie... Ist das sehr gut möglich, denn meine Nase ist ein bisschen dicht. Ja, tatsächlich, sie ist ein bisschen dicht von... vom ganzen Blut. Das ist das Schlimmste an der Sache. Wenn es jetzt wenigstens Schnodder wäre oder so. Nein, es ist eher Blut. Ich bin... Ja, keine Ahnung, meine Nase ist voll... durch die Allergie, keine Ahnung, die ich heute Nacht bekommen habe. Komischerweise, normalerweise reagiere ich gar nicht allergisch. Nur heute. Ja. Mit Augen dicht und dick und kannst gar nichts mehr sehen fast. Und ja, Nase dicht und Nasenbluten wie Sau. Alle 2 Stunden blutet mir die Nase und es ist zum Kotzen. Ich bin ganz ehrlich, es ist richtig, richtig unschön. Ja, aber nichtsdestotrotz Vergnügen. Vergnügen wir uns jetzt mit einer Runde DKCR. Ja, das ist natürlich... Das ist nur Vergnügen. Das ist ja... Hat ja nichts hier mit irgendwie... Ärger oder sonst was zu tun. Das ist purer Fun. Fun. Nein, das ist wirklich... Das Spiel ist ja einfach nur endgeil. Von daher... Kann man sich da auch eigentlich nicht groß beklagen. Ich wollte gerade sagen, das sieht mir doch irgendwie verdächtig aus hier. Ich werde sowas von sterben. Das trifft mich, ne? Ja. Den kann ich töten. Das habe ich genau im Auge. Nein! Ich brauche mehr Energie. Wir brauchen an dieser Stelle wesentlich mehr Energie. Wir brauchen einen Diddy Kong. Ich finde es auch ein bisschen bedenklich, dass man uns hier keinen Diddy Kong zur Verfügung stellt. Ups. So möchte ich es dann doch nicht haben. Wollte ich eigentlich mitnehmen. Ja, stellt mir doch mal einen Diddy Kong zur Verfügung. Was soll denn sowas? Ey, mal ganz ehrlich, das ist doch unnötig hier. Unnötig! Ich denke, die meisten hier kennen Simon Desio mit seinem unnötig Spruch. Keine Ahnung, dafür hat er voll viel Hate bekommen. Weiß gar nicht warum. Ups. Voll viele mögen den ja auch nicht, ne? Das kann ich auch nur bedingt nachvollziehen, weil voll viele sagen so, das ist voll der Kinderhumor, Digga. Na, ah, ich kann es nicht, aber ich finde es eigentlich ganz lustig. Die meisten Videos finde ich ganz lustig. Nein, ich brauche keinen super Assistenten, ich brauche ein Gehirn, das wäre besser. Ein Gehirn ist hier an dieser Stelle ein bisschen sinnvoller als ein super Assistent. Ich wäre so gerne ein Skiller, dann wäre das Spiel hier nicht mehr schwer. Oh mehr. Okay. So, jetzt aber. Jetzt ist hier Alarm. Jetzt machen wir das. Jetzt ist das hier nur noch ein Gucken. Wir sehen es schon. Der Skiller ist in der Hood. Ups. Oh. Lass mich hier bitte in Ruhe, ne? Ja. Okay, dieses Hippo hier geht runter. Aha. Oh, ich habe diese blöde Vermutung, dass ich das hier doppelt spielen muss. 3 von 7 Puzzleteilen, ne? Seien wir mal bitte ehrlich. Was soll ich hier machen? Ja, okay, toll. Weil es auch so wahnsinnig offensichtlich war, was hier zu tun ist. Ey, was soll ich denn hier machen? Was wollen die von mir?
Der pennt, ja, der pennt. Und jetzt? Und jetzt? Ach. Ja, okay, gut, dass da mal eine Info kam, weil wie soll ich denn bitte darauf kommen? War das jetzt, ist das offen? Hättet ihr das jetzt gesehen, dass man da pusten soll? Ist doch ganz klar, Wollo, dass du dem... Oh, Mann! Dass du dem ins Ohr pusten musst. Das sieht man doch. Sieht doch jeder. Hm, klar. Das sieht jeder. Macht auch sehr viel Sinn. So. Ja. Okay. Nein, 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 nein. Ja. Fahr mich zum Glück. Fahr mich zum Glück. Fahr mich zum... N. Immerhin ist das Checkpoint-Schwein relativ nett gesetzt, ne? Das... So, ja, das muss man ja auch mal jetzt auf der positiven Seite dieses Spiels... Nein. Oh Gott. Das ist so ein Tag, an dem hättest du diese Aufnahme besser nicht gestartet. Das merkst du jetzt ganz deutlich und ärgerst dich zu Tode, wenn du dich ins Bett legst. Nein, das stimmt ja gar nicht. Ich hab den Skill und ich pack ihn jetzt aus und dann sehen wir, wie man das macht. Ja, genau. Ihr habt richtig gehört. Gleich sehen wir, wie man das hier macht. Es ist nur noch ein Gucken. Halt dich da doch mal fest, Donkey. Ich hasse dich. Nein, ich hasse dich nicht. Ich liebe dich. Ich mag dein Spiel so sehr, weil es macht mir so viel Freude. Okay. Okay, okay. Wir sehen ganz deutlich, wir sehen etwas ganz deutlich, ne? Und da oben halt auch, habe ich auch deutlich gesehen. Ich will aber erstmal... So, dann ist hier 5, dann ist da oben 6, dann fehlt mir immer noch 1. Und das wird mir dann gleich durch Squawks nochmal gezeigt, wenn ich dieses ganze verdammte Level nochmal gespielt habe. Hui, Freude, Jubel, Jubel, Freu, Freu. Jubel, Jubel, Freu, Freu, Jubel, Jubel, Freu, Freu, Jubel, Jubel, Freu, Freu, bla, 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 ich freue mich so. Da gibt's dieses Lied, da gibt's dieses Lied. Es gibt ein Lied, es heißt Jubel, Jubel, Freu, Freu. Das ist aus der Ren und Stimpy Show. Die Ren und Stimpy Show ist so das bessere SpongeBob. Ja, so sieht's nämlich aus. Ich habe es gesagt, ich finde SpongeBob nicht wirklich witzig. Und ich kann auch nicht diese enorme Begeisterung für diesen Schwamm so richtig nachvollziehen. Ja, ich weiß, ich bin jetzt... Jetzt habe ich mich ins Ausgeschossen, ne? Mit diesem Spruch hat er sich ins Ausgeschossen. Das hagelt jetzt die D-Abos. Aber damit kann ich leben. Mich wirklich jemand... Ich glaube, dass irgendwie unter einem von den Viechern so ein Puzzleteil... Ja, ja, genau, 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 genau. Das habe ich nämlich irgendwo mal gesehen. Das habe ich beim Cornel gesehen. Das weiß ich, da war was. So, wie geil ist das denn? Und jetzt... Boah, der hätte jetzt zugeschlagen. Ist mir egal, ich hab's geschafft. Ich hab alles, oder? Ich hab doch alles. Ich bin mir so ziemlich sicher, dass ich alles habe. Lass mich alles haben. Yes, Mann, wir haben alles. Boah, wir sind so skillig unterwegs hier heute, Leute. Das ist der Wahnsinn. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Mir hat's zuerst gar nicht gefallen. Jetzt gefällt's mir gut, tatsächlich. Jetzt bin ich auch richtig beschwingt, die nächsten Sachen so zu machen. 5-5, fetzige Fassschleuder. Werden wir im nächsten Part angehen, Leute. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis dann und ciao.